bevor er weg ist. Heavy Boots. Ah, die wahrscheinlich nichts wert nehmen. Hier haben wir noch. Ich hol uns mal hier noch die Quest. Meine Healing Potion. Jo, mach mal Stamina Potion. Ach, die hab ich wahrscheinlich gerade rausgefunden. Hä, was sind die grüne? Ist der Dings weg. Ja, Gas Potion. Ich warte auf dich an der Passage. Ich bin auf dem Weg. Es ist, war wirklich mit dir das erste Mal, zumindest halt, solange ich mich erinnern kann, dass diese Passage nicht an der Wand war. Deswegen war ich so maßlos irritiert, dass wir die nicht gefunden haben. Ich sehe eine Menge Sachen hier liegen lassen. Ja, ja. Ja, ja, Lumi, einmal alles mitnehmen, bitte. Warum? Mein Inventar ist voll. Jupp. Meinst nicht. Warst du schon zurück? Nee. Ich warte jetzt die ganze Zeit auf dich, dass wir in die Passage gehen. In welche Passage denn? Hier! Hä? Hier! Da! Großes Loch! Ja, du warst aber nicht mehr da. Da! Ich bin ja da. Kuckuck, wo seid ihr? Ich habe jetzt voll die fancy Animation. Angeber. Nee, wo geht's denn hier weiter? Hier runter. Hier runter? Komm schon mal runter. Ich will mal links oben laufen. Ich bin so PoE verwöhnt. Ich weiß gar nicht, ob es bei Diablo da auch eine Standardrichtung gibt. Ich glaube rechts unten. Nee. Vorhin sind wir ja auch nach oben gelaufen, um nach unten zu kommen. Das soll auch nicht aus dem Kontext reißen. Oh, oh, ich hab einen Champion. Wo bist du? Hier unten, unter dir, südlich. Ist er wieder am Mana verbrennen oder was? Das hat geklappert. Ist doch da, wo ich war. Mich ja gerade richtig, um den Loot einzusammeln. Ich würde sagen. Ich hab ihn gerade schon zerlegt. Oh Gott, hier kommen Dinge geflogen. Können die Viecher schießen? Ja. Ekelhaft. Die begleiten uns auch noch sehr lange. Kommen immer mal wieder. Profi der Mana Potions. Oh, ich mag die eigentlich. Oh, 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 ich will nicht hier drin stehen, danke. Ich will nicht in Gegnern stehen. Hat mir gereicht. Healing Potion, Gold. Tut, 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 tut. Hallo? Hallo? Alles nett. Den Light Mana Potion, die hätte ich noch gerne. Oh, hier geht die Party. Wo geht die Party? Hier geht die Party. Zur Party? Zur Party! Oh, die hätte ich gern. Oh, da lebt noch was, was wieder auf Leo stehen lässt. Ich hab was geworfen, es dauert bloß mal ein bisschen, bis mein Star ist. Ich hab's vorher getötet. Hab schon gesehen. Wieder rausgetappt. Raustapperei. Plus 2 Stärke plus Maximum Stamina. Mm, toller Zauber. Oder Charm. Was machst denn du da? Na, nimmst du es oder nicht? Der Tage. Ich hab keinen Platz, aber ich geb jetzt mal meiner noch den Helm. Wobei, der ist besser als meiner, vergiss es. Ich geb dir mal noch dann einen hab Helm. Ich hier den Helm noch übrig, der ist socket. Gummibärchensaft. Energy Drink. Gummibärchensaft. Stimmt. Gummibären hüpfen hier und dort und überall. Du bist auch so ein Gummibär. Ich bin für dich da, wenn du sie brauchst. Und du bist jetzt gar kein Gummibär mehr. Als Panda wärst du schon irgendwie ein Bär gewesen. Ja. Aber irgendwie ist das falsch. Warst du gerade hier oben? Geht's hier oben nicht weiter? Ach, das hab ich voll übersehen gerade. Ja. Wie meine, hier geht's meine weiter. The Darkwood. Dame einfach eine Rüstung hat für den Oberkörper, aber unten drunter siehst du ihren Hintern. Ist schon gut, ne? Ich sag mal so, beim Remaster. Ähnlich, oder?
Beim Remaster haben sie ja auch die Sexualität reduziert, ja, so ähnlich. Echt? Ja, beim Remaster haben sie das irgendwie neu gemacht, zum Beispiel, da die Optik ein bisschen. Aufgrund der schlechten Blizzard-News in letzter Zeit wahrscheinlich, ja? Könnte sein, dass das ein bisschen dazu beigetragen hat. Da drüben sieht was Großes aus. Oh, 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 oh. Level up! Ja, da ist wieder ein Champion, jo. Teleportiert sich. Bei mir nicht. Ja, er hat aber die Fähigkeit. Aber der hat sich nicht teleportiert. Ja, wollte halt irgendwie nicht. Skimitar, 2 bis 6. Oh, der ist ja gar nichts wert. Hunter's Bow. Ist das nicht was für dich, ein Hunter's Bow? Ja. Der liegt hier rum, ein weißer. Oh, ja. Er ist irgendwie, bin noch nicht dran gewohnt, wonach ich gucken muss, ne? Ja, okay. Ja, sehr ja schön. Gleich fast doppelt so viel Schaden, das ist schon... Du hast schon die ganze Zeit einen Haufen Schaden. Ja, durch den Skills und den Kram, aber mit dem Hunter's Bow jetzt halt wirklich nochmal doppelt so viel, ne? Ist schon nice. Oh, da liegt was Geld. Das ja, ich versuche die ganze Zeit aufzusammeln, aber es geht nicht. Ich kämpfe jetzt erstmal hier. Meine Freundin hat einen... Oh, ich habe auch nicht mehr genug Platz. Kann es, glaube ich, gar nicht nehmen. Ich würde es eh nur verkaufen. Ah, dann verkaufe ich es jetzt. Ich kann es nicht nehmen, ich habe keinen Platz. Paladin only, stimmt. Ja, ja, aber es ist, bringt vielleicht Kohle. Aber hat nix plus Skill. Ah, das ist hier unten ein Experience-Schrein, aber ich bin fast voll. Hast du erstmal, noch viel Zeug? Nee, ich bin auch voll. Können gerne zurückgehen. Aber erstmal hochgehen und ihn dann nehmen. Können wir gern machen. Ja, gut dann. Machst du oder ich? Hier noch. Das hier. Und dann hier. Schwupp. Auf geht's, ab geht's. Alter, Tage wach. Trade Repair. Mit den Kram, den ich nicht haben will, verkaufen. Hat sich nicht gelohnt, dass ich das behalten habe. Das brauche ich nicht. Das Stärke ich und Stamina. Boah, wird Zeit, dass wir Kane kriegen, ey. Wieso? Das nervt mit dem Unidentifying. du bringst Kohle. Die Rejuvenation Potions bringen doch nur 200. Was? Die bringen nur 200, die sind gar nicht so wertvoll, wie du gesagt hast. Die sind klein. Und außerdem kaufst du sie nicht. Und später, wenn du 1000 Mal stirbst und 500 für eine für Full Healing ausgibst, naja, verlierst ja auch Geld dann, wenn du stirbst, ne? Also später in Of Hell auch welche, die du, glaube ich, im Stash hast. Sono, viel Spaß beim Tennis spielen. Sono voll aktiv. Ich dachte immer wieder, dass er Tennis spielen geht. Ich gar nicht. Ich hab mich aufgepasst. Kann ich bei dir irgendwas Sinnvolles kaufen? Eine 36er Rüstung könnte ich kaufen. Hast du eine kleine Char mit Lightning Resist plus 6? Würde ich eher nehmen, als den ich gerade hatte. Okay, du. Ich hab mir gerade einen größeren Gürtel gekauft, damit ich mehr Sachen reinstapeln kann in den Gürtel. Würde ich mal so easy peasy machen. Viel Spaß beim Tennisspielen, so auch von mir. Ah ne, Quatsch, das wollte ich gar nicht rausschmeißen. Ich trainiere auch sonst 5-mal die Woche, ja. Siehste, deswegen sage ich ja, Sono ist da voll aktiv und so. Okay, dann habe ich nie was gesagt, das tut mir leid. Ich habe einen 6er Defense gegeben, einfach so, weil kann ich hier sowas reinhauen. Armor plus 10 Life, Weapon plus Damage, oh. Jetzt habe ich, glaube ich, die gesockelte Weapon gar nicht mitgenommen. Jetzt habe ich fast genauso viel Geld gemacht mit dem ewigen Runtergehen, wie ich habe. Halt mit dem ewigen Runtergehen? Mit dem Kämpfen eben habe ich jetzt 7200 Gold gemacht und ich habe 8300 besitze ich. Ich habe 4000. Läuft bei dir. Da weiß man halt doch, wer bescheiden ist. Du hast schon Sachen gekauft, oder? Ja, ein paar. Aber nicht so viel. Ich noch nicht. Und keinen einzigen Cent ausgegeben. Nicht so also, viel. Doch, habe ich schon Identify-Sachen, musste ich halt kaufen. Ich mord am Town Portal, das neue Gesch. Okay, bin auf dem Weg. Moment, ich kann aber noch kurz leveln.
bisschen Vitality, damit ich nicht ständig drauf gehe. So. Und drin. Jetzt brauche ich hier Level 12. Oh Gott, das dauert ja eine Weile. Da fangen dann langsam die richtig schönen Skills an. Ja, da habe ich dann nämlich eine Sentry. Crude Spear, Superior Swords für meine Healing Potion. Oh, hier ist was Goldenes. Oh, oh, ich sehe es. Adi Oxeli, wunderschönen guten Abend. Ich drück immer das Falsche. Oh, da ist aber. Da tankt wieder jemand von unseren Mädels ziemlich hart. Die ist tot, das war meine. Ja, das wird gleich meine tanken wahrscheinlich. Oder auch nicht. Ah, im Dings, in der nächsten Area hole ich mir dann einen Paladin stattdessen. Dann haben wir vorne eine Frontline. So, so. Du wirst es doch den Paladin mit reinbringen. Naja, als NPC halt. Das ist schon praktisch. Ja, 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 du kannst einfach auf deinen Paladin nicht verzichten, ne? Wenn ich Paladin spiele, nehme ich mir meine dritten Area an Magician. Weil ich dann vorne bin. Und so rum ist es halt umgekehrt. Du kannst einfach auf deinen Paladin nicht verzichten. Halten wir mal fest. Waypoint finden oder Quest weitermachen? Mir egal, wir können generell weitermachen überhaupt. Ja, lass erstmal den Waypoint finden, dann müssen wir nachher nicht wieder herlaufen. Mein Ring. Da hat's geklimmert. Mein Ring. Klickert. Was ist das denn? Oh, ist noch Gegner. Ist das eigentlich hier auch so, dass wenn man zu weit auseinander ist, dass die XP für den Gegner nicht zählen für den anderen? Ich glaube ja. Also auch wenn man, glaube ich, in der verschiedenen Gegend ist, im Sinne von, wenn ich jetzt in der Höhle gehe und weiß. Ja, das mit dem das Ladebildschirm, das Trend ist klar, aber. Meint ihr jetzt eher. Glaube auch so. Wie viele Keys finde ich denn hier? Wofür brauche ich die Keys nochmal? Um Truhen aufzumachen, die mit Keys verschlossen sind. Aber ich habe überhaupt keine gefunden. Da lagen Keys, der nicht wichtig. Der, ich habe mich auch gerade gefragt, ob Keys wichtig sind, aber irgendwie nicht. Irgendwie nicht. Du hast rausgetappt und ein Item rausgeworfen, oder was? Ich wollte eins rauswerfen, hab dabei ja mich selbst aus dem Bildschirm geschmissen. Langsam wird es zumindest mehr Gold, das auf dem Boden liegt. Oh Gott. I need a key. Hier wäre zum Beispiel eine Locked Chest. Hat wo? Da, hier. Have fun. Oh, mein goldenes Gemitter. Was haben wir denn für eine Drop Rate an ganzen Gegenständen? Da erinnere mich nicht dran, dass das so heavy war. Na gut, vielleicht ist es auch im TCP/IP anders. Wir haben, nee, du könntest sogar noch Slash Player 8 machen, dann haben wir noch mehr. Will ich nicht. Dann werden die Gegner ja auch schwerer. Das ist korrekt, aber so spielen viele Leute einfach konstant auf Player 8. Naja, ich spiele ja eigentlich oft zu zweit, deswegen. Ich erinnere mich nicht dran, dass das mit meinem Bruder so ist. Ja, ich hab ja auch gesagt, deswegen wollte ich mich gerade. Es kann aber auch sein, dass mein Bruder einfach viel, viel schneller und im Looten Aufsammeln ist und mir das nie aufgefallen ist, was für geile Gegenstände da an mir vorbeihuschen. Warte mal, du castest nicht, ne? Wie, ich caste nicht? Ich habe einen Ring mit 10% faster Cast Rate. Nee, ich glaube auch, denn der Frost Arrow, den ich habe, ist in dem Sinne kein Spell, sondern legt sich einfach über meine normale. Oh no, das Skimitar kann ich mit meinen Assassin-Waffen nicht zusammentragen. Oh no. Nee, die Assassin-Waffen kannst du, glaube ich, nur zwei Stück tragen. Nee, wir spielen das irgendwie im Original und nicht das Remake. Das ist korrekt, Xedi, ja. Das Remake war nicht überzeugend. Vor allem bei Lumi. Lumi hat gesagt, für bessere Grafik gibt es halt keine 40 Euro aus. Das ist so aber auch nicht richtig. Du hast auch gesagt, dass dich diese pseudo-bessere Grafik total irritiert und dann lieber das Original. Das ist korrekt. Also das aber ich hätte ja auch vor allem für Lumi, aber ich hätte auch keine 40 Euro dafür ausgegeben. Ich hätte ja auch das Remaster kaufen können, dann mit der alten Grafik spielen, habe ich wenigstens Widescreen-Support. So. Aber nee, das ist nicht das Remaster. Das ist mir tatsächlich nicht wert gewesen, 40 Euro für auszugeben. Also wir müssen hier noch selber auf Gold draufklicken und sowas. Also das ist ja einer der Hauptunterschiede im Gameplay, dass du über Gold drüber laufen kannst im Remaster und es aufgenommen wird. Bist du jetzt? Weiter rechts unten von dir.
brennenden Haus. Jupp. Kann ich aber zwei Skimitars tragen? Okay, schon wieder ein goldenes Ding? Nee, es gibt nur Assassin-Waffen kann man doppelt zweihändig tragen. Ja, sag ich doch. Ja, ich hab vielleicht nicht zugehört. Ich bin auch nicht zum Ausreden gekommen, weil du zwischenzeitlich Xeli geantwortet hast. Es tut mir leid, das war dann blöd. Schäm dich. Asozial. Streamer. Raus. Kein Mensch. Leute, die mit ihren Führern reden, nicht mit mir. Was? Moment, was? Blöde, Fame, geile Hure, jawohl. Moment, Fame geil? Ja. Da will ich nicht mit dir spielen. Wow. Da will ich ja nicht zu dir rüberkommen und dir den Rollladen runter machen. Ich hab mehr Fame als du, ja. Du musst mir gefälligst mich hier anschleimen. Frage ist, woran du das festmachst. Durchschnittliche Viewerzahlen. Ja, okay, so. Dann schon. Ich bräuchte übrigens, Wohlfett. Plus Firestorm, Druid Only, der könnte doch was wert. Ach nee, das ist wieder nichts wert, ne? Beim Bull bin ich mir gerade nicht mehr sicher, deswegen hätte ich ihn mitgenommen. Moment, wenn du einen Hunterbow rausnimmst, den hätte ich dann gerne für die Dame hier von mir. Ja, ich habe ihn schon wieder rausgeschmissen. Ich wollte nur gucken, ob der den nicht gefunden hat, besser als der, den ich hatte. Require fast attack speed, das ist glaube ich genau das gleiche, weil der cracked ist, den du mir gegeben hast. Macht nämlich keinen Unterschied. Jetzt muss doch hier jetzt endlich mal diesen. Da ist der Waypoint. Finally. What? Waypoint? Achso. Oh, wir haben Stonyfield den geskippt. Zurückgehen. Ja, ich muss hier mal verkaufen. Noch gar keinen Platz mehr. 400 ist der Head, der Kopfwert. Ist okay. Ja, okayisch. Ich noch. Ich bräuchte aber dringend. Oh, das war vielleicht ein bisschen zu viel des Guten. Würde ich behaupten. Du kämpfst jetzt aber mit den Assassinenwaffen, ne? Das heißt, du brauchst keinen Club. Aktuell kämpfe ich mit den Assassinenwaffen, ist korrekt. Okay. So. Wie viel habe ich hier noch? 8 und 6, das passt. Sie hat nur mehr Fame wegen dem Boob-Bonus. Das war so klar, dass jetzt wieder die Boob-Keule kommt. Einfach jedes Mal. Longstaff of the Leech, 20.000. Ja, nee. Okay, jetzt kann ich also auch die Crossbow nehmen. Und jetzt habe ich dann das... Ich habe jetzt aber keine Bolts. Welches Level sind wir? 8. Oh. Ich möchte mal kurz gucken, wenn ich dann Bolts habe. Ob ich das mal Crossbow mache erstmal. Mal hochleveln ordentlich. So. Was? Du hast Bolts? Bolts brauche ich. Bolts! Ich muss Bolts kaufen gehen! What can I do for you? Na, ich gebe jetzt dafür kein Geld auf die. Aber Assassin-Waffen kann ich nicht wirklich gut kaufen. Also ja, die gibt's bei Doch, Dingens. Gibt's, ja. Ja, die gibt's, ich sehe es gerade, aber 4 bis 7, das ist schon Basic 6 bis 9. Okay, komm, wir kaufen jetzt mal Bolts, dann kann ich nämlich zumindest mal die Waffen vergleichen. So, sind mal die Waffen verbessert. Auf die nächste Stufe hoch. Was habe ich denn hier? Weapon. Plus 10 Poison Damage. Cold Damage. Fire Damage. Moment, aber die Cold Arrow Damage, das stackt auch bei den Bolts bei mir. Okay, das ist quite interesting. Jetzt mache ich ja noch mehr Schaden. Das wäre ganz schön blöd, wenn das nur auf dem Arrow geht und nicht auf die Armbrust. Ja gut, das ist ja auch hier Bow and Crossbow Skills. Ja, deswegen, es wird für die Skills. Die Javelin and Spear Skills sind halt extra, ne? Ja, schon klar, aber die Bow and Crossbow Skills hätte ich schon gedacht, dass sie halt auf beides gehen, auf beide Klassen. Arrow or Bolt, ja. Oh, geil. Ey, Digga. Ach, sehe ich schon, Lumi carried mich hier durchs Early Game und irgendwann bin ich dann hoffentlich auch dabei. Die macht jetzt 9 bis 18 Schaden und mit dem Skill 12 bis 22. Das ist schon nice. Bestimmt. Was machst du? Mit dem Skill, den ich habe, 11 bis 17. Hm? Dem Basic Skill. Moment, ich habe noch den anderen. Den Moment, kann ich nicht wechseln.
Und mit dem anderen mache ich 1 bis 16 pro Sekunde und habe 3 Sekunden Dauer. Also, und ansonsten, Basic Attack steht bei mir nicht. Ah, warte mal, ich wollte noch meine Bitch wiederholen. Wow. Meine hat überlebt diesmal. Stimmt, da war was. Phantasmologisch, die hat überlebt. Ich wollte wieder unten. Okay. I'm on my way. To paradise. Kann man die eigentlich auch skillen, die Tante? Übrigens, O kannst du direkt ihr Inventar öffnen, anstatt da drüber. Ne? I ist deins, O ist ihrs. Ja. Nur ja mal so, ich bin nicht so der Tastenmensch, ich klicke halt immer drauf. Aber du hast schon recht. Nee, kannst du nicht, die levelt von selbst. Okay, also kann nicht beeinflussen, was die levelt oder so. Nee, die levelt einfach. Und du kannst dir aber auch Tränke geben, indem Level du up. Auf sie hochschiebst, ne? Schieb wieder ein Level up. Jo. Hast du gehört? Jo. Kann auf sie hochschieben, Tränke. Den Trank, genau. Ist ja nur super umständlich. Ey, wo gehen wir denn jetzt hin? Wollen wir jetzt die Quest machen? Ich dachte, wir machen so. Generell müssen wir die Quest weitermachen, oder nicht? Ich wollte ja den Dings jetzt erstmal finden, bevor wir die Quest weitermachen. Und wir können auch die Quest machen, der ist. Wir sind nämlich schon an einem Baum vorbeigelaufen. Ich mal wieder hin. Oh, ich krieg mehr AOE, wenn ich das levele. Das Shockweb. Ich glaube, das verteilt sich jetzt mehr. Der Rechner stirbt sonst bei New World Firefox. Bis demnächst. Alles klar, Xeli. Bis bald. Davon. Juwel verstehe ich irgendwie nicht. Das MMO momentan, MMORPG momentan. Ich habe das Gefühl, das ist wieder nur so ein Ding, weil das halt jeder spielt. Ist das cool, weil du immer mit allen Leuten zusammenspielen kannst. Aber. Keine Ahnung. So, das Spiel an sich macht jetzt nicht so viel Neues oder besonders toll. Shit, ich bin drin rumgelaufen. Ich bin falsch gelaufen. Es tut mir leid. Ich nehme den Key noch mit. Die Bot hier auf die. Ich wusste nicht, dass wir da hin müssen. Da. Wer zum Modem hier noch? Was ist damit? Ich warte auf dich. How is this tree escaped corruption? So, jetzt können wir zurück zum Waypoint. Okay. Wo ist der? Da, wo wir gerade herkamen. Mein Diamond. Ich habe gedacht, dass wir ja die entziffern lassen müssen. Wollen die einfach backporten? Ich habe doch noch so viele. Aber die sind doch gleich da unten. Ich habe überhaupt keine Orientierung, wo hier was ist. Guck halt auf die Minimap. Ja, die habe ich offen und ich habe trotzdem keine Orientierung, wo hier was ist. Wow. Hast du es denn jetzt gefunden? Ich sehe dich nämlich ja, nicht. Ja, ja, ich bin jetzt zurückgegangen gerade. Ich habe die Scroll of Infinity. Das ist ein bisschen blöd, weil wir jetzt bei Stonyfield keinen Waypoint haben. Ich gebe jetzt das jetzt bei Arcara ab, ja? Ja. Oh, very good. Trade. Item cannot be traded here. Okay. Jetzt habe ich mit ihr darüber geredet. Questlog. Gut. Go to the Cairnstones. Ah, das ist das mit den Stones. Nein! Hast du wieder geresettet? Nee, das geht ja nicht. Ich habe einen grauen Charme verkauft, was ich behalten wollte. Dann kaufst du doch zurück. Das kostet nicht so viel. Ich kaufe es wieder. Ich glaube, das kostet, solange du nicht rausgehst, kostet es genau das gleiche sogar. Doch, es kostet. Oh. Gehen wir jetzt von Cold Plains oder von Darkwood aus? Ich glaube, von Cold Plains ist schneller. Mal kurz gucken. Wir müssen jetzt ja nach links. Unten. Ja, nach links. Links unten doch einfach. Nope. Also ich sehe dich wirklich sehr weit. Auf dem Weg rumlaufen, weil in Dings in, wie heißt's? Ums? In Don't Starve läuft man auf den Wegen schneller. Nee, das ist hier nicht so ganz der Fall. Muss ich noch dran gewöhnen, an die neue Attacke. Erstmal einen Ausdauertrank nehmen hier. Tony Fields. Ah, hier sind nur direkt hier vorne die Dinger. No. So, jetzt muss ich die öffnen und gucken, welche Reihenfolge war. Hm? Da war was, oder? So.
Eins. Muss ich nicht? Moment. Das ist das eins. Klingt gut. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Final Rescue der God Kane. Achso, Tristram und so. Stimmt, da war was. Da kommen wir jetzt hin. Jupp. Tristram. First of all to the end. Das hab ich so gefeiert, dass man hier zurückkommt. Und ich fand's so traurig. Dass der God Kane hier oder dass alles kaputt ist? Dass alles kaputt ist und der Hauptgegner hier ist ja der Schmied aus dem Einser. Kane, der ihm immer halt lieb geholfen hat. Der God Kane Hammer, der haut ab. Jo. Ja, hier steht jemand neben dir, ne? Ja, das ist Chris World. Ist ja gut, ich helfe ja schon mit. Das wäre relativ cool. Oh, Skullcap. Ich bin so ein Heal ganz gebufft. Wieder rausgedappt. Das ist insgesamt nicht so smart. Gibt's hier noch so einen... Ein Schaman, Frage ist wo? Hier unten! Da hinten. Was heißt die da hinten? Das ist auch ein Goldner. Ah, das ist ein goldener Schamane. Ich hab ihn geplättet! Die Goldenen können teilweise, glaube ich, sogar die Schamanen wieder auferstehen lassen. Das wäre ganz schön gemein. Ja. Skullcap Defense 21 nehme ich. Komm, Ethereal cannot be repaired, repairs. Hä? Cannot be repaired, aber repariert sich selber. Geht das dann noch? Ja, scheinbar. Ich meine, oder zählt das einfach nicht? Chance. Ja, muss halt aufpassen, dass sich immer rechtzeitig selbst regeneriert, ne? Ich könnte jetzt ab und zu mal irgendwelche Bowls von mir wegschießen, so wie es scheint. Und mal kurz unten meine Sachen wieder auffüllen. Und du kriegst hier 2 bis 4, das ist doch mehr. Ich brauche auch nicht. So. Ich glaube, dich kann ich rausschmeißen, weil du bist eh damaged. Fulmination Potion. Wo bist denn du hingelaufen? Da oben bist du. Boah, ich clear hier noch so den Rest um uns. Ja, du wirst nur mehr XP haben als ich. Ich hab schon gekriegt. Na, ich wollte den Wirtsboy noch finden. Den Wirtsboy? Ein bisschen Kohle. Was heißt denn der Wirtsboy? Ich glaube, der ist Wirtsboy. Bin mich ganz sicher. Müsste hier irgendwo eine Leiche rumliegen. Eigentlich hier oben. Ich bin ewig drauf gewartet, macht eben mega Bock. Oh, das hab ich gar nicht gesehen. Das Xelia noch bestimmt, dass es mega Bock macht. Da ist er. Wirtsbody. Ah? 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 Oh, Moment. Ich verwechsel dich jetzt immer mit der Tante, die mir hinterher rennt. Wow. Ich denke gerade die ganze Zeit, hey, Lumi ist doch hier voll bei mir. Wow. Und dann bist du wohl ganz anders. Ja. Das war ein kleiner Junge, der ein Holzbein hatte. Und damit kannst du mit dem Würzleck mal doch aber das Ding ins Level öffnen. Das Kau-Level, ja. Ja. Aber den Crossbow kann ich doch dann auch der Tante geben, oder? Ich glaube, es muss Socket sein. Nee. Was willst du der Tante geben? Crossbows nehmen die Tanten nicht. Nee, nehmen nur Bögen. Ach, Mann. Na gut, dann sind wir hier fertig. Ziemlich, ja. Mana Potion nehme ich noch mit. Also ich verbrauche viel Mana aktuell. Ich hätte es cool gefunden, wenn man hier nochmal hätte in den Dungeon gehen können. Ich meine, ich finde es cool, dass die Viecher aus der Dungeon draußen sind, aber. Ja. Da ist ein Champion. Der da auf uns zuläuft. Ich hab Cold Arrows von mir. Und ich hab wieder rausgedacht. Das ist gut, dann kann ich nämlich schneller looten oder besser looten. Das ist leider richtig.
Jetzt sind wir aber fertig. Jupp. Dann können wir ja mal in den Stony Fields den Waypoint finden vielleicht. Einfach zurück. Weil wir können auch teleporten, weil hier müssen wir, glaube ich, jetzt eh nicht mehr lang. Man kann sagen, eigentlich, nö. Ich bin für Backgehen. Ich bin für Backgehen. Da, Deckard Cain. Oh, ist der Ewild. I will identify items for you at no charge. Regrettably, I could do nothing to prevent the disaster which devastated. Du liebst diese Stimme. Mag dir, die passt einfach so unglaublich gut zu ihm. Ich finde die deutsche so viel besser. Was? Das klingt wie so. Wie so ein alter Mann. Nein, er klingt wie jemand, der einen alten Mann spielt. Nein. Das ist, als würde ich eine alte Stimme nachmachen. So gut. Ich bin voll der alte Mann und ich kann das gar nicht richtig, weil ich bin kein wirklicher alter Mann, aber alte Männer klingen ja so, deswegen muss ich so reden. So hört sich's halt an. Nee, gar nicht. Für mich schon. Die Stimme ist ein Klassiker. Die Stimme ist schlimm quietschig. Okay. Mein Geschmack, was so Sachen angeht, das ist echt schade. Das ist echt schade. Hm. Ich glaube, Stärke sollte ich nicht skillen. Es wird Chasi. Achso. Also ja, genau, der Hammer von ihr, den haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Ja, wir haben ja den kompletten ersten Akt zusammen betrayed hier. Spell Value. Quatsch. Nee, Cell Value. Spell Value. Mana Potion. Da kann ich noch eine. Oh, hi, Shizu. Guten Tag, Shizu. Sorry. Zoro? Zoro, sorry. Ich habe viel zu viel. Ich meine, jetzt brauche ich das Tome, Identifying Tome ja gar nicht mehr. Nee, brauchst du nicht. Okay, nee, mach das kostenlos. Dann hätte ich das irgendwie nicht kaufen sollen, glaube ich, so wie ich es gekauft habe. Wie geht es dir? Ja, und das Bein schmeiße ich einfach in die Truhe, wa? Brauchst du gar nicht. Ich glaube, es geht nur, wenn das Socket ist. Etwas müde. Ja, kann ich nachvollziehen. Meinst du? Ich auch gerade. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber man kann es ja jederzeit wiederholen. Ich bin der Meinung, ich habe das Bein im ersten Durchlauf, das Coole, wenn ich im ersten Durchlauf schon gemacht. Von daher. Ja, so, ja, wenn es zufällig Socket war, ist das ja überhaupt kein Ding. Ich glaube, ich hatte es nur im Inventar oder so und bin dann da rein. Shizu, dankeschön für deinen Resub. Im zweiten Monat. You have risked your life. Du, stop, no. Oh. Damage reduced by one. Vielen, vielen lieben Dank. Muss dir noch was zu essen machen, weiß nicht was. Was hast du noch daheim? Hast du ultimative Beratung von Ben und mir, was man damit kochen kann? Sag mal, Lumi, würdest du eher eine Cast Rate Ring nehmen oder einen Damage Reduced by One Ring? Vom Wert her ist der Cast Rate Ring viel mehr wert. Ich würde auch eher Cast Rate nehmen, weil du halt dann viel schneller deine Spells raushauen kannst. Ja, kosten halt auch mehr Mana, wa? Ja, hauptsächlich Konserven oder anderweitiges Fertigfutter. Dann stell alles in einer Reihe auf und mach eine Miste. Wow. Oder eine kleine Mickey Maus, wenn dir das lieber ist. Wow, Lumi. Ja, wenn man nicht weiß, was man essen soll. Ich warte mal da gut. Wer ist denn hier? Wo wartest du? Ich muss doch. Ich brauche eine Weile. Ja, ist doch okay, du bist sowieso immer noch Level vor mir. Kann ich ja noch ein bisschen Gegner hauen. Das kann doch gar nicht mehr sein. Welches Level bist du? 9. Mit wie viel Experience? 64.000. Siehste, ich bin bei 64.000. Okay, ich warte. Ich wollte gerade sagen, das kann doch gar nicht mehr sein, dass ich noch vor dir bin. Okay, ich warte am Ich bin doch schon da. Ich krieg dich halt immer noch nicht als Bubble hier angezeigt. Wir kann ich ja nichts, wenn dein Spiel. Laufen wir jetzt eigentlich nur um uns rum oder läufst du irgendwo hin?
Ich laufe dir hinterher. Okay, weil ich wollte dir hinterherlaufen. Müssen jetzt, auf einfach nach Südwesten weiter. In den Black Marsh. Ja, da sind wir gerade. Sehr gut. Hier mal so eine 5-Minuten-Terrine, paar chinesische Nudeln für die Pfanne. Oh, da fände ich jetzt Bock. Wir haben chinesische Nudeln für die Pfanne. Da haben wir keine Pfanne. Außerdem ist es mit Fleisch, was du hast, oder? Nee. Ist es extra nicht, habe ich nachgeguckt. Kannst du essen. Oh. Wir haben nur keine Pfanne. Wir haben doch deine. Nee, aber die ist nicht gut für Sachen, die mit Wasser anzurühren sind und das mit Wasser anzurühren. Na gut. Außerdem haben wir gerade erst gegessen. Das wäre jetzt erst mehr so eine Lustsache gewesen. Ich glaube, sie nimmt den Trank auch, ey. 3 Portionen Nudeln, die gerade für eine Person. Ja, das kenne ich. Diese Miracoli-Dinger, wo 3 Portionen draufsteht. Wenn du Glück hast, werden 2 Leute davon satt. Oh, ich habe vergessen zu reparieren. Ich hab vergessen zu reparieren? Ja. Ach, jetzt bei dir deswegen nicht. Ich habe gerade wieder Level abgekriegt. Bin gerade Level 10 geworden. Ich auch. Jetzt sind wir wieder gleich auf. Cracked Small Shield. Ah, Experience Geht Shrine! Wow. Es ist nicht reparieren, es ist, dass ich bald out of bolts bin. Ja. Ich bin gerade unsicher, dass das Zeichen kenne ich gar nicht. Gibt's einen anderen Hinweis? Ja. Stellte ich das dann noch gleich um? Von. Oh, ich habe ein brennendes Haus. Ja, mach du mal weiter. Ich muss hier gerade mal noch was gucken. Wie stellte man hier noch gleich um? Mit W war das. Die, ne? Ja. Falls ich dann nämlich keine Bolts mehr habe, ist wirklich verloren. Bist du? Unten. Rechts von dir. Rechts unten von dir. Ja, ich seh dein Dings leuchten. Oh, hab ich eine blöde Cap ein, kein Mensch braucht die. Weiß ich ja nicht, warum du die einsammelst. Ach, ich muss denn jetzt hier rein in das Haus. Da komme ich in das Haus rein. Oh, Mensch. Feuer tut weh, wa? Jupp. Ich bin froh, dass es hier kein Fendelfeier mehr gibt. Das war das echte Todes, im wahrsten Sinne des Wortes. Mein Bruder hat mich ständig getötet. Hier liegen Arrows rum. Ich brauch Bolts. Ach so. Damit kann ich dir jetzt nicht mehr helfen. Oh, jetzt wird's langsam rot. Interessant. Ah, sind Bolts. Arrows, verdammt. Ich glaube, ich brauche das mehr. Okay, jetzt ist es langsam richtig rot. Kurz umstellen hier. Ja, ich weiß, ich habe einen Experience-Schrein, ich stehe gerade rum und mache nichts damit. Das ist nicht so smart. Jetzt kann ich nicht mehr schießen, okay. Hier liegen. Achso, ja, du brauchst Bolts, ne? Weil hier liegen überall Arrows rum. Naja, aber es ist nicht schlimm, ich habe ja noch einen Bogen. Oh Gott, ich habe einen Champion gefunden. Er ist schon dead. Ging aber schnell. Ich dachte irgendwie, dass da mehr passiert. Vielleicht hattest du nicht ganz Unrecht mit dem Rollern. War es den noch weiter runter zu machen? Ja. Nervt sich langsam wieder. Ja. Aber es ist nicht schlimm. Noch geht's. Ich muss eh nochmal aufs Klo. Da muss ich mal gucken, wie ich mich hier rausschäle. Sieht wieder aus wie ein doppelt gedrückt. Oh, Lasagne bestellt. Das klingt auch geil. Lasagne hätte ich auch wieder Lust. Wir könnten bei unserem Pizzamann bestellen, bis er uns irgendwann fragt, ob das jetzt jeden Sonntag vorbeibringen soll. Das wäre irgendwie voll cool, aber... Dass er uns das fragt. Nee, dann nur Highland. Ja, wenn du so ein Standardding hast, aber wir haben kein Geld. Das stimmt. Meinst du, wir sind hier in die falsche Richtung unterwegs? Ja, wir müssen noch nicht in die nächste Area. Hier gibt es noch was zu tun. Das ist zwar eine optionale Quest, aber eigentlich finde ich die ganz cool. Okay, bin ich auf dem Weg, bin bei dir. Ich weiß noch nicht, wo es ist. Warte mal, hier, ah ne, das ist eine optionale Höhle. Ich hab einfach mal, hier, ich hab die Wegpunkt hier unten schon mal. Oh, das ist nice. Wegpunkt schadet nisch. Wegpunkt, Wegpunkt, Wegpunkt. Und sonst laufe ich einfach mal weiter. Ich noch, wo seid ihr? Kommt mal rein. Geh ich noch? Hier unten ist irgendwas. Das sieht doch aus wie irgendwas, wo man rein kann. Hier. Forgotten Tower. Ich bin unten. Was ich immer seltsam fand, ist, dass es ein Forgotten Tower ist und man einfach kontinuierlich nach unten geht. Hier draußen sind noch Gegner, gell? Ich bin einfach reingegangen. War nicht so knapp. Aber dann, ich komm gleich nach.
muss hier noch was erledigen. Moment, ich komme wieder hoch. Ich bin halt einfach direkt reingegangen. Ich weiß nicht, warum du da überhaupt rumgelaufen bist. Kam halt von der... Achso, nee. Ja. Nee, wir kamen von der anderen Seite. Von der anderen Seite, ja, ja. Dann langsam mach ich auch ein bisschen Damage hier mit meinem Blitzgedöns. Ja, ist ganz nice. Du machst dich immer laufen rum und sammeln Sachen ein, hm? Moment, hast du dich gerade beschwert, dass ich dir helfen soll? Nö. Ich hab gesagt, ich mach das jetzt und komm danach. Sie gerade noch irgendwie. Du hast auch nicht gesagt, dass es okay wäre, wenn ich da rumkrümpel. Ich hab gesagt, mach du mal da weiter, ich komm dann gleich nach. Ja, ja. Jetzt wieder behaupten. Jetzt wieder behaupten. Bist du jetzt schon drin? Jetzt bin ich drin. So einfach geht das. What's that smell? Oh, du bist verflucht. Ja, ich gehe ja schon weg. Ah, da war ein goldenes Viech. Deswegen bin ich auch nicht gestorben, ey. Holy shit. Hast du es wieder gelootet, ne, was ich hier mir verdient habe? Das war ein Hunter's Bow. Ja, ja. Jetzt hast du wieder gelootet, was ich verdient habe. Moment, irgendwie lag ich gerade hier. Mal schauen. Oh. Was leckst du denn? Dich nicht. Offensichtlicherweise, ja. Sonst würde ich dir die Charm vielleicht lassen. Ring. Ring. Ah, da war ich fett. Du bist einfach zu dick, ich versuche mal durchzulaufen als erstes und dann stehst du einfach im Weg. Ha! Kam doch von der ganz anderen Seite. Das Spiel hat trotzdem gesagt, du stehst im Weg und hat mich nicht durchlaufen lassen. Die Dinger fressen von uns Mana, ne? Welche Dinger? Die, diese Geisterviecher. Welche Geisterviecher? Die Ghosts. Achso, die hier. Die, ja. Okay, die habe ich noch gar nicht gesehen, weil ich um die Ecke stand. Du hast dich schon einmal getötet. Ja, aber was du gerade von denen geredet hast, habe ich noch nicht gesehen. Deswegen war ich irritiert, welche Geisterviecher du gerade meinst, weil ich keine gesehen habe. Ja, aber da hattest du gerade eins getötet, deswegen dachte ich, ich weiß es schon mal drauf hin. Moment, ist hier nicht Andariel in dem Tower? Nee. War die nicht in so einem komischen Ding? Die war auch in so einem Untergrundding, aber nicht in dem. Hier geht's runter. Willst du nicht die Viecher töten? Willst du noch töten? Wenn du da das dringende Bedürfnis danach hast. Aua, das Feuer tut weh. Wie bist du an dem Feuer vorbeigekommen? Durchgelaufen. Du hast nicht so viel AP. Ja, ist okay, ich trink mal was. Ich wollte nur sagen. Mein Ohr verwirrend. Town Portal. Gibt's eigentlich einen Grund, warum du einfach gerade durchläufst? Ich bin dir gerade hinterhergelaufen. Oh, ich dachte, ich laufe dir hinterher, ja. Ich hab einen Ring! Verdammt, du hast einen Ring, da habe ich keinen Platz mehr. Ah, ich bin außerhalb vom Bildschirm. Ich spiele ein Level up. Und ein Hunter's Bow liegt dann blauer. Sehr schön, ja, den hole ich mir noch. Nee, den hole ich mir jetzt mal. Oh. Blöde Rauszauberer, wieso holst du dir den? Du kannst damit gar nichts anfangen. Für meine Tante, hier, nimm. Ist ja gut für dich, ansonsten will ich ihn zurückhaben. Achso, du kannst ihn nicht angucken, ne? Platz. Ja, dann nehme ich, ihn doch sowieso erstmal, dann können wir zurückgehen. Ich geh jetzt mal hoch. So, wo ist er? Hier, Kähnchen. Identify Items, danke. So, hier, Wissen haben? Da? Bist du jetzt durch mein. Ich kann ihn mir immer noch nicht angucken, weil ich keinen Platz hab. Der hat plus 33 Attack Rating plus 2 Dex. 31 Attack Rating. Ja, ich glaube, das ist besser als der, den ich gefunden hab. I put that to good use. Achso, warte mal, dann schmeiß ich dir hier mal den anderen raus. Ja, wo bist du? Ach, du da rennst immer zu Akara. Ja, weil die mir einen Heil. Du kommst mir entgegen. Hier, ich hab ihn noch, hier. Hätte ich den anderen, den ich verkauft habe, Replenish. Was ist denn der Stat Replenish Life? Das heißt, dein Leben füllt sich langsam wieder auf. Ich hab hier Replenish Life plus 6. Boah, das ist ganz chillig. Mach ich den dann für Attack Rating raus? Ring of. Und Attack Rating und Light? Kommt drauf an, was dir wichtiger ist gerade, ob du eher stirbst oder ob du mehr Schaden machst. Meine Attack Rating ist mit 160 schon ganz okay. 10 Attack Rating kriege ich da nicht so mit. Würde ich behaupten. Kannst du ja mal ausprobieren. Ja, ich verkaufe doch den Scheiß dann direkt.
Möchtest du eine kleine Charm mit Lightning Damage? Ja, ich habe ja, also ja. Und ich hätte noch einen Ring mit 3 Mana. Drei Mana auf was? Einfach generell 3 Mana. Das ist irgendwie nicht so sinnvoll. Nee, das. Oh, jetzt habe ich es aufgenommen. Nee, das. Das ist das Charm. Oh, das Charm will ich haben. Ja. Kaufe ich den Ring? Aber macht das auch Damage auf Skills? Moment, 1 bis 6? Nee, macht's nicht, nur auf Attacks. Mhm. Die Charms. Ah, dann nützt er mir nicht viel. Ich mache mit den Skills eher. Ja, dann hau's weg. Darf ich's verkaufen, ja, in deinem Namen? Ja, klar, natürlich. Hallo. Ich habe jetzt die bescheidene Summe von 30.000 Gold, also. Wow! Wow! Stimmt, ich habe immer so lange meine Stash aufgefüllt, bis das maximale Gold war, und dann habe ich gegambelt. Ich erinnere mich, da war was. Wow. Wenn du gefragt hast. Wow. Mir fällt nur Wow dazu ein. Bist du nur durch mein Townportlet jetzt hoch eigentlich? Ich glaube ja. Gut, dann warte ich, bis du. Ich muss aber hier eh noch Stash und so. Oh, guck ich mal, was für Skills es noch gibt. Ich bin immer noch nicht Level 12. Wobei, das ist Level 18. Hebst du. Ich habe 12.000 übrigens. Hebst du die ganzen Edelsteine auf, die gechippten? Ja. Kann man die irgendwie zu was Besserem machen später? Ja, wenn du den Horatrix Cube dann hast, dann kannst du 3 Stück immer zum nächst Besseren machen. Okay, deswegen. Dann lohnt sich das ja. Ja. Town Portal. Oh, Moment, welches? Nee, Johanna da. Bin unten. Inner Side. Das ist aber nicht passiv, das ist ein Magic Skills. Ja, egal, wir müssen das sowieso lange, also kann ich da auch mal einen reinhauen. Trotzdem machen das unsere Viecher die ganze Zeit. Was? Unsere Viecher? Was? Unsere Freundinnen machen die ganze Zeit den Skill, den ich gerade. Level 4. Geschaltet. Oh, langsam wird's. Hat die so irgend so ein Buff-Skill, oder? Ja, das ist doch der dann irgendwie. Sure. Der dann die Gegner besser anzeigt und dass sie uns besser treffen. Ach so. Oh, da ist ein Champion dabei. Irgendwo habe ich einen gesehen. Ja. Der ist besonders hartnäckig. Nicht mehr lange. Mein Skimitar diesmal? Skimitar! Und du bist alle Kohle. Aber du benutzt auch relativ viel Mana, oder? Da geht's direkt weiter runter. Ja, aber. Ah, perfekt, jetzt sind wir hier. Ich benutze es nur, wenn halt ein Goldener da ist und dann refresht sich das wieder bis warm. Nee, ich benutze eigentlich überall jetzt gerade. Merkst du ja. Ich jetzt hier würde ich jetzt mal meins wieder auffüllen wollen, falls wir dann gleich Bossi-Bossi-Bossfight machen. Jetzt kommt nicht zum Bossfight, von meinem Brat. Bossi-Bossi-Bossfight. Kommen die für ein Bossfight? Oh, Balls. Gerade richtig. Viele. Oh, ein Chip ist cool. Skull. Das ist noch Javelins. Da ist irgendwie Feuer. Wieso sind hier die Bolts jetzt nicht rein? Ich glaube, deine Tante ist gerade gestorben. Nee, meine lebt noch. Okay, dann hat Tomo Glück gehabt. Eine gerade gestorben? Nee. Ja. Bossfight. Aber wir kommen doch gar nicht da rein. Können sie von außen töten, scheinbar, und sie bewegt sich nicht. Dad. Gibt's eine Rune? Oh. Ich hab Bolts gefunden, hier. Dankeschön, willst du die Rune? Keine Ahnung, was ich damit machen kann. Kannst du in einen Socket reinmachen und kannst damit auch Runenwörter machen, aber die Runenwörter weiß ich nicht auswendig. Ja, das meinte ich ja mit. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Also, das mit den Runenwörtern wusste ich schon, aber. Ne? Müssen wir dann eh irgendwann mal googeln, was für uns gut ist an Runenwörtern. Willst du nicht rausfinden alleine? Nicht, wenn wir anfangen, wertvolle Runen und wertvolle Gegenstände zu haben, dann willst du es nicht mehr rausfinden. Was war denn das für eine Rune? Das war eine It, glaube ich. Aber das ist doch nicht die niedrigste, ja, oder? Das ist sogar schon eine bessere Variante. Nee, das ist nicht die niedrigste, das stimmt. Aber die gibt auch, also der Boss ist dafür bekannt, dass er halt eben so Sachen droppt. Dass er viele Runen droppt. Ja. Ich habe einen Champion von diesen komischen Wraiths. Hier fällt mir gerade mal so auf. Ich könnte eine Hilfe brauchen. Ich bin ja schon dabei. Bin hier noch nicht reingekommen gerade.
Undead Lightning Enchanted. Ach, der wollte gerade sagen, ich hasse Lightning Enchanted. Das ist das Schlimmste, was man machen kann, weil man sich nämlich gegenseitig die ganze Zeit tötet, hör auf drauf zu hauen. Oh. Ja, ich hau ja nicht drauf. Das sind dann unsere Freunde. Nee, das ist mein Skill-Trigger, das schon, aber ich stehe halt weit genug weg und das zielt nicht auf mich. Ja, das ist jetzt ich selber gerade mal. Beide unsere Tanten tot. Er war zu schnell als ich. Ich hab's wenigstens gerade so überlebt, ja. Quest completed. Ja, dann lass uns noch die Schatzkammern hier machen. Was? Schatzkammern? Ja, die haben wir nämlich beide gerade geskippt. Moment, das liegt bei mir noch gar nicht auf dem Boden, dann hebst du schon. Ach nee, ich hab's nicht gesehen, weil ich im nächsten Raum war. Wow. Ich wollte gerade sagen, das liegt noch gar nicht auf dem Boden, dann hebst du schon. Beschweren und dann. Ja, ich dachte nicht, dass ich das um die Ecken nicht sehen kann. Ja, komm hier neu. Komm hier neu. Scheu. So neu. Jetzt drückst du mal Alt und dann ziehst du sie neu. Oh, so viel Geklicke. Das ist doch nervig. Mir hat das früher mal so Spaß gemacht, wenn man gesehen hat, was man alles einsammelt. Geil, Gold. Jedes Gold einzeln anklicken. Wow. Paula Stinker, du. Ich bin von PoE gewöhnt, dass ich 99% des Lootes liegen lasse, ja, und nur einsammle und anklick, was wertvoll ist, die Zeit zu investieren zum Einklicken. Das macht man hier aber auch. Nur, dass wir halt eben, dass wir jetzt hier keine Mod oder irgendwas haben, die uns die Dinger anzeigt, die wichtig sind. Ich hätte gerne eine Mod, die mir dauerhaft den Drop-Zeug anzeigt. Komm, wir gehen hoch und dann über den Waypoint. Ich hab keine Lust, hier ewig rumzulatschen. Well done, my friend. Oh. Komm nicht in dein Portal. Doch, du bist doch. Ja, aber ich musste dreimal draufklicken. So. Blissa lebt wieder. Wenn ich sie schon getötet habe, muss ich sich auch das Geld investieren, sie wieder zu resurrecten. Habe ich auch gerade. So viel. Ach nee, Moment, ich muss zu Dingensbummens. Wenn man zu Deckard Cain muss, habe ich noch nicht dran gewöhnt. Greetings. Ich hab ihn, glaube ich, nie identifizieren lassen bei mir. Ich habe es immer über die Items gemacht. Bist so seltsam. Plus 6 Poison Damage over 3 Seconds. Plus 9 Mana. Und einen Skullthirst Scimitar. Goldenes Scimitar. Achso, und ein Juwel. Extra Gold von Monsters. Yay. Du musst halt in ein Socket-Ding reinmachen, wenn du eins hast. Nee, ich glaube, ich habe keinen Socket übrig aktuell. Das ist jetzt ein bisschen der Nachteil gegenüber dem, der neuen Version, dass die Stash halt so klein ist. Stimmt, der neuen Version brauchst du keine Mules, weil du kriegst mehrere Stashes mit der Zeit. Kriegst mit der Zeit Stashes. Stimmt, das kostet wirklich noch Geld. Das ist eine absolute Frechheit. Was? Ich habe gerade gesehen, dass es wirklich Geld kostet, wenn du das schon rübergeschoben hast, nicht aus dem Menü rausgehst und zurückkaufen willst, dass es dann dich extra kostet. Das ist eine absolute Frechheit. Abzocke ist das. Ich finde, Blizzard sollte man jetzt nicht mehr unterstützen, deswegen. Dass sie einen so abzocken. Asozial, ne? Asoziales Dreckspack. Yes. Wow. Nö. Increase Attack Speed. Dabei gewinne ich nix. Ja, dann. Oh, ein bisschen skillen könnten wir auch mal wieder, ne? Moment, wo sehe ich denn mein Questlog? J, oder? Nee, was? Q wie Quest? Tatsächlich. Ich bin gut. So, look for the Horadric Malus in the Monastery Barracks. Beware of the Smith that guards it. Dann würde ich mal sagen, ene mene mu, let's go up in Schuh. Black Marsh, oder? Mhm. So. Wo ging es da, glaube ich, weiter? Hier war der Tower. Wo ging es weiter? Da oben. Von Durchgang. Ich bin jetzt Level 11. Level 12 kommt dann der erste Sentry, den ich haben will, wenn ich auf Sentries spielen will. Und wenn ich Sentries richtig verstehe, dann sind das nämlich Dinge, die automatisch auf Gegner schießen. Tamoe Highlands, ist das richtig? Jo. Wisst ihr nur, was ich hier tanke, während ich hier vorne rumgucke. Hier ist ein Haus. Erstmal ins Haus reinlaufen. Oh Gott, hier ist ein Champion im Haus.
bin stehen geblieben, weil ich bin Gegner hatte. Wo bist du denn? Rechts ins Haus gegangen. Rechts, rechts, rechts. Also wirklich rechts. Ja. Wie ist das Haus jetzt ungefähr? So, dass ich denke. Tatsächlich hätte ich es hier gern, dass es irgendjemand tankt, ey. Holy moly. Ich finde immer schon, wie instant du das weglootest, Alter. Ich habe noch gar nicht gesehen. Preserved Head zweimal. Ich habe überhaupt nicht, keine Ahnung, was es ist. Das ist vom Totenbeschwörer, die Kopfbedeckung. Ja, aber die hast du weggelootet, bevor ich überhaupt realisiert habe, was da ist. manchmal. Aber mein Ring und sowas bist du schon sehr, sehr schnell. Ja, Ringe sind ja auch inzwischen plump. Ja. Lass dann meiner Tante eine bessere Rüstung geben. Aber bei diesen Preserved Heads und so, die geben ja keinen eigenen Sound von sich. Naja, man sieht's halt. Und da wusste. Ja, ich hab keine Ahnung, was es ist. Wenn ich nicht weiß, was es ist, muss ich erstmal zuordnen, was es ist, bevor ich realisiere, dass ich das aufheben sollte. Einfach erstmal alles da einsammeln. Wow. Hauptsache der andere kriegt's nicht, das ist doch die Devise. Wie war das? Ich merk mir das. Ich hab dich nicht gelootet, wo du gestorben bist. Ich hab dich auch nicht gelootet, ich hab nur dein Gold aufgehoben, damit es nicht verschwunden geht. Das kannst du, glaube ich, gar nicht aufheben. Gold kann doch, ich. Doch kannst du, stimmt. Gold konnte ich aufheben auf jeden Fall. Bowls. Ja, aber ich habe inzwischen einen passiven Fireburst, wenn ich aber nur zuhaue, kann das sein? Wenn du den irgendwo. Wo hast? Leeres Haus. Hast du verdient. Dein Arsch hat ein leeres Haus verdient. Ja, weil er ist nämlich so groß und so geil, dass er ein eigenes Haus für sich haben sollte. Stimme ich zu. In der Müffelzoo. Stimmt überhaupt nicht, du knallst immer rein. Ja, in der Hoffnung, dass er dann zubleibt. Wow. Verstehst du das falsch? Ich kneif nicht rein, ich kneif ihn zusammen. Deswegen triffst du aufs Loch nicht, sondern es ist immer nur die Backe. Ist das hier richtig? Ja, man ist doch nicht so nah ran. Wow. Ich bin stöde. Das ist so ein selbstschießender Typ, ne? Ja. Light Crossbow. Das war Crossbow. Was? Ich glaube, das war kein Crossbow. Crossbow. Danke. Lockchest. Oh, ein goldener Skimitar mal wieder. Ja, guck doch mal einen an. Von diesen goldenen Skimitars hatten wir jetzt eigentlich schon. Ich glaube, ich habe allein drei aufgesammelt. Ja, ich auch. Ich bin den nur noch am Verkaufen. Ich mag übrigens diese Outer Inner Kloster-Dinger. Kloster. Hat man nicht ein Kloster? Ein Kloster. Ist echt? Ja. Ich dachte immer, es wäre ein Kloster, aber mir ist gerade eben das erste Mal aufgefallen, dass ein I drin ist und deswegen dachte ich, ich habe vielleicht so zurück. Nee, nur die englische Variante von Kloster, würde ich sagen. Passt doch von der Optik zum Kloster. Also, ich scheine irgendwie Gegner ganz schön häufig zu staggern, wenn ich die haue mit meinem Feuerblubs. Moment, irgendwo ist hier ein Schamane. Du gehst erstmal drauf. Ich mache das bei dem ersten Diablo und auch bei den anderen Diablo-Teilen immer diese heiligen Sachen so verflucht sind. Sagst du mir, glaube ich, jedes Mal, wenn wir über dieses Thema stolpern. Echt? Jupp. Dass du dieses Thema der eigentlichen reinen Sachen, die korrumpiert werden, so magst. Oh Gott, wie lange hau ich noch so ein Yeti drauf? Alter Schwede. Ich muss dir mal helfen. Superior Composite Bow. Da bin ich vielleicht auch gebraucht. Hier sind die Bowls liegen ja auch nochmal rum. Ah, Bolts habe ich jetzt gerade genug. Ich geh jetzt einfach mal hier rechts rein. Oh Gott, aua. Level up! Wup, wup. So, das heißt, ich kann jetzt hier Charge Bolt Sentry. Gib mir die Sentry, oh. Dafür brauche ich mehr. Die Jedis halten kann schon was aus, das stimmt schon. F3. So, was macht die jetzt? Ha! Komm, mein Gegner.
Ich hab Topaz. Ich hab alles aufgesammelt, außer den Topaz. Gut gemacht. Ach, scheiße, oh, Mann. Ich wollte den Topaz haben, ich hab alles, die anderen beiden Sachen aufgesammelt. So gut sind diese Jewelries eigentlich gar nicht. Du brauchst sie später dann auch nochmal, um Runen zu upgraden. Aber das ist wirklich late, late, late Game. Also so weit habe ich noch nicht gespielt, wirklich. Ja, guck mal. Hier, yeah, jetzt muss ich mir vorne stehen. Ach, die Dinger. Tut Dinge für mich, Essentries. Ich erinnere mich.